Wir sind... Sieh mal, Chris. Der Wagen hier sieht genau aus wie deiner. Das ist meiner. Mit Preisschild? 231 PS, neuwertig. Blablabla. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Rennstallbesitzer. Guten Tag. Sind Sie der Rennstallbesitzer, der den Wagen da vorn verkaufen möchte? Ja, bin ich. Hätten Sie Interesse? Schicker Wagen. Warum wollen Sie den überhaupt verkaufen? Ich habe viele Wagen, kann aber immer nur einen fahren. Alle, die da drüben stehen, könnte ich Ihnen verkaufen. Aha, okay. Dann sehe ich mich noch ein bisschen um. Danke. Du willst dich noch umsehen? Ich werde den Kerl jetzt mal verhaften. Jetzt bleib mal ruhig. Kannst du ihm beweisen, dass er die Autos geklaut hat? Du hast ja recht, aber den Typ lasse ich ganz sicher nicht mehr aus den Augen. Ja Mensch, herzlich willkommen bei Let's Lachte, ja, Alarm für Gruppe 11. Crash Time. Das war das, was jetzt am Ende des Rennens kam, was ich ja abgebrochen hatte. Und ja, genau. Also, wir sind hier im Einsatzplan, wir können gleich weitermachen. Ich muss aber noch mal kurz die Aufnahme unterbrechen, aber wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. So, jetzt nochmal herzlich willkommen zurück. Nach dieser kurzen Pause. Wobei, ihr habt die Pause ja gar nicht mitbekommen, weil ich ja hab... Egal. Also, den ersten Text konnte man leider nicht lesen, habe ich gerade gesehen. Da wurde gefragt, sollen wir uns hier nochmal umschauen, nachdem wir das Rennen gemacht haben? Ja, bla 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 bla, und dann kam das Ganze da. Ja, also, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Die Mission kann ja nicht mehr so lange dauern. Aber wir werden ja sehen, ne? Vielleicht hört man, ich bin ein wenig erkältet, aber naja, das soll unser Problem nicht sein. Wir brauchen Unterhaltung, also werde ich sie euch auch geben. Und wir klicken jetzt einfach mal auf Weiter. Eventladen! Jawohl. Seh mir, dieser Rennstallbesitzer kommt gerade aus der Halle gefahren. In einem Geldtransporter? Vielleicht ist der auch geklaut. Fahr ihm nach. Oh yeah! Ein Geldtransporter. Oh, verdammt. Der holt die Einnahmen der Rennveranstaltung. Hallo. Na geil. Ach Mensch, was macht der denn da? Was, gerade aus der Halle gefahren. Fängt ja schon mal super an. Vielleicht ist der auch geklaut. Fahr ihm nach. Der holt die Einnahmen der Rennveranstaltung. Was roll ich nach hinten? So, jetzt fahren wir den mal nach, den Schlawiner hier. Oh. Mit unserem roten Flitzer! Ah, Mann. Der lässt sich ja super steuern. Der lässt sich so steuern wie so ein Brett eingerieben mit Öl. Ja, ich weiß es, weil ich saß schon mal... Ne, was? Ich saß noch nicht auf so einem Brett. Oh nein, nicht der Tunnel! Der Tunnel! Der Tunnel des Todes! Der TT, der Tunnel des Todes! Oh ja, der Tunnel des Todes! Der Tunnel des Todes! Der Tunnel des Todes! Ja, egal! Ich rede jetzt nur noch Stuss. Vielleicht daran, dass ich jetzt krank bin oder so. Ja, oder daran, dass ich eine neue Internetleitung habe. Yay! Unglaublich! Das geht jetzt alles wesentlich schneller, komischerweise. Ich habe nicht den Eindruck, dass er das Geld zu einer Bank bringt. Komisch, ne? Es geht alles komischerweise wesentlich schneller jetzt. Auch was Hochladen und so. Ich habe das vorhin mal getestet. Davor war das richtig langsam. Also, warte mal, 500 MB ungefähr. 80 Minuten, 90 Minuten so. Und dann habe ich das eben mal versucht. Und da das noch nicht mal... Das ist keine Bank. Und das ist sicher kein echter Geldtransporter. Das ist ein ganz krummes Ding, das hier abläuft. Wird Zeit, den Rennstallbesitzer in Ketten zu legen. Oh yeah. Dokton. Bei dem Fluchtwagen kann nicht mal unser Sportwagen mithalten. Dann sollten wir auch umsteigen. Ach du Scheiße, nein! Oh. So, was sollen wir machen? Schadenslimit 10. 2 Sekunden begleiten.
Schadenslimit Gegner. Hä? Hä? Wir sollen neben ihn fahren. Okay. Warte! Ach du Scheiße. Was fährt der denn auch für Wege hier? Nein! Geh mal aus dem Weg, Junge! Bleib weg von mir! Fahr doch nicht auf der befahrenen Straße hier! Was soll ich denn machen? Soll ich mich denn neben dich setzen? Wie fährst du denn? Och! Kommt, Jungs! Könnt ihr nicht ein bisschen schneller darüber steigen oder was auch immer ihr machen wollt? Ja, leck mich doch! Scheißaufgabe! 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 Los hier, zack! Auf dieser Seite. Oh, Mensch, hallo! Ja, Mensch! Ach! Chris, seh mir, ihr habt ein dickes Lob verdient. Der Dienstwagen von Chris ist wieder da, der Sportwagen ist heile geblieben. Sie waren die Besten beim Fahrtraining. Oh, der ist heile geblieben. Jetzt erzählen Sie mir bitte noch, dass auch die Diebstahlserie aufgeklärt ist. Ja, ist sie. Ja, Chefin, Motorsport ist teuer. Da hat der Rennstallbesitzer diesen Trick mit dem Abschleppdienst abgezogen, um Autos zu klauen, die er dann verkauft hat, um seinen Rennstall zu finanzieren. Böser Bube. Der Abschleppdienst hat immer da zugeschlagen, wo gerade Rennveranstaltungen waren. Deshalb in so vielen Städten. Oh. Weil es aber trotzdem nicht genug Geld eingebracht hat, wollte er dieses Mal mit einem falschen Geldtransporter auch noch die Einnahmen der Rennveranstalter kassieren. Und diese Tour haben sie ihm ordentlich vermasselt. Das war wirklich gute Arbeit. Hä? Ohne mich wäre das alles gar nicht so zustande gekommen. Meine Freunde. Mission freigespielt, alte Freunde. Einzelrennen, 5 Strecken freigespielt und 5 Fahrzeuge freigespielt. Ja, das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen, oder? Ja, gut. Das war's. Wollte jetzt nur mal kurz diese Mission noch zu Ende bringen, damit ich nächstes Mal irgendwie die ganze andere Mission aufnehmen kann, ne? Ich hoffe, der Part wird jetzt nicht zu kurz. Ich glaube, 5 Minuten oder so vielleicht höchstens. Mal sehen. Mein Zeitgefühl ist ja sowieso nicht so das Beste, ne? Wie bei Sacred 2 oder so. Ja, mindestens 20 Minuten habe ich schon aufgenommen. Das ist 11 Minuten. Naja, okay. Also, ich wünsche euch was. Viel Spaß mit diesem Part. Wobei, ihr habt den ja schon gesehen, wenn ihr diese ab... Na, egal. Also, viel Spaß auch weiterhin. Bis zum nächsten Mal und ciao.